Willkommen bei Amulette und Rituale. Für die alten Ägypter war die Welt ein chaotischer Ort, der von übernatürlichen Kräften beherrscht wird. Kunst und Worte gaben Dingen Macht und hauchten ihnen Leben ein. Amulette, verziert mit Hieroglyphen oder Götterbildern, waren sehr persönliche Schätze. Sie konnten Unglück und schlimme Krankheiten abwenden oder den ersehnten Erfolg anziehen. Manche Amulette sollten zeitlich begrenzt spezielle Probleme lösen, während andere den Menschen bis ins Jenseits begleiteten. Die Priester luden die Amulette durch Zeremonien mit magischer Energie auf und verliehen dem Träger so einen kraftvollen Schutz gegen die übernatürlichen Mächte. Die reichsten Ägypter konnten geweihte Anhänge erstehen, die eine auf einem Stück Papyrus festgehaltene magische Formel enthielten. Dieser Zauberspruch war speziell auf die Wünsche des Trägers zugeschnitten. Ihre Religion war so wichtig für die alten Ägypter, dass sie jeden Aspekt ihres Alltags durchdrang. Da Wasser als Quelle des Lebens und als das Symbol der Reinigung von Körper und Seele galt, begann jedes Tagwerk mit einer Waschung. Persönliche Gebete wurden in wörtlicher oder schriftlicher Form an die Götter gerichtet. Familiengebete gab man über Generationen weiter. Es existierte ein Kalender mit allen religiösen Feiertagen, sowohl freudige als auch traurige, der die dazugehörigen Rituale beschreibt. Neben Wein, Milch und besonderen Ölen zählten kleine Amulette bis hin zu lebensgroßen Statuen und Familienschreien zu den Opfergaben. Während der griechisch-römischen Periode wurden den Göttern auch mumifizierte Tiere geopfert: Katzen für Bastet, Hunde für Anubis und Vögel für Thot. Die Orakel galten als Botschafter der Götter. Unabhängig vom Stand konnte sich jeder Ägypter an sie wenden. Ob es um Fragen der Feldbewirtschaftung oder die Entscheidung des Pharao ging, einen Krieg zu beginnen, das Orakel gab den Ausschlag. Die Orakel wurden auch häufig bei rechtlichen Problemen befragt. Protestierte der Beschuldigte gegen das gefällte Urteil der Gottheit, konnte eine weitere Gottheit befragt werden. Es war ein Orakelspruch, der den griechischen Seemann Battos an die Küste Libyens führte, wo er die Kolonie Kyrene gründete. Während seines Persienfeldzuges konsultierte Alexander der Große das Orakel im Tempel des Amun in der Oase von Siwa und wurde daraufhin zum göttlichen Wesen erklärt.